Nachdem sich die Verhältnisse zwischen Union Berlin und Hertha BSC in den vergangenen Jahren auf Fanebene zugespitzt haben, verkündete der Verein des 1. FC Union am Montag auf der diesjährigen Mitgliederversammlung einen regelrechten Hammer. Dabei stellte der Club so konkret wie noch nie seine Ausbaupläne für das Stadion an der Alten Försterei vor. Schon 2023 wollen die Köpenicker dafür mit den ersten Baumaßnahmen beginnen. Auf rund 37.700 Plätze will der Verein das alte Stadion ausbauen. Die Tradition wahrend soll auch zukünftig der größte Teil des Stadions aus Stehplätzen bestehen. Um den Anforderungen der DFL dennoch gerecht zu werden, wird aber auch die Anzahl der verfügbaren Sitzplätze auf zukünftig 8.500 erhöht. Schon 2017 hatten die Köpenicker erste Pläne des Stadionausbaus vorgestellt, jedoch aufgrund von Corona-Problemen mit dem Verkehrskonzept, aber auch dem Aufstieg in die Bundesliga, wurde das Projekt anschließend immer wieder verschoben. Seitdem hat sich einiges getan und das Vorhaben ist deutlich ambitionierter geworden. Während vor dem Abriss die endgültigen Pläne mit den Behörden abgestimmt werden und das Baurecht erteilt werden muss, startet Union mit vorbereitenden Maßnahmen und der Modernisierung der restlichen Infrastruktur. Aktuell rechnet die an der Alten Försterei Stadionbetriebs AG mit einer zweijährigen Bauphase. Ab Sommer 2024 könnte dann bestenfalls der Neubau des Stadions beginnen. Wir können hier mit voller Überzeugung von einem Generationenprojekt sprechen, das Union nachhaltig prägen und infrastrukturell auf ein neues Niveau heben wird. Die Planungen gehen gut voran, sodass wir aktuell von einem Baubeginn für die Gebäude rund um das Stadion im kommenden Jahr ausgehen, erläuterte der Zingler im Rahmen seines Berichts den aktuellen Standes. Für die Zeit des Umbaus müssen die Köpenicker dann wieder ins Stadion des ungeliebten Stadtrivalen Hertha BSC umziehen. So werden sich die beiden Vereine das Olympiastadion für die Saisons ab 2024 wohl teilen müssen. Die Ausnahmegenehmigung dafür hat Union bereits seit dem Bundesligaaufstieg 2019, auch Europapokalspiele mussten die Unioner bereits im Olympiastadion austragen, bevor sie aufgrund des Pilotprojektes der UEFA zur Zulassung von Stehplätzen auch in der Alten Försterei europäisch spielen dürften. So könnte es also in naher Zukunft aufgrund des Weges in den Westen zu den einen oder anderen Zusammenstößen von Blau-Weiß mit Rot-Weiß kommen. Ob bei direkten Duellen die Herthaner dann tatsächlich in den Gästeblock ausweichen müssen und ob die Fanszene der Unioner in die Ostkurve stehen darf, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt.